Servus YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich komme gerade direkt von der Nachtschicht und gestern am Abend oder am Nachmittag kam ein kleines Update raus für Modern Warfare 3. Damit haben sie dieses Armory-System, also das Freischaltsystem, wo ihr eure Perks, eure Waffen, eure Aufsätze etc. freischalten könnt, ein bisschen überarbeitet und somit könnt ihr euren Stuff jetzt schneller freischalten. Zusätzlich zu dem Ganzen war das Ganze ein Balancing-Update. Jetzt haben sie die Sturmgewehre und die MPs vom Damage her angepasst, damit das Ganze ein bisschen ausgeglichen ist. Und in weiterer Folge haben sie auch noch den Zombie-Modus ein bisschen bearbeitet. Also sie haben die Stabilität verbessert, die Performance verbessert und ein paar Sachen verändert, um halt einfach ja, die ganzen Exploits auszumerzen. Auf jeden Fall, ich habe das Ganze wieder für euch vorbereitet. Die ganzen Patch-Notes, die werde ich mit euch durchgehen, also zumindest die wichtigsten Punkte und euch das Ganze genauer erklären. Eine Sache wäre dann noch, falls ihr Bock habt auf mehr solche kleine News-Videos, lasst mich wissen. Ansonsten wisst ihr, was ihr zu tun habt. Und da wäre noch, falls ihr Bock habt, mal in den Livestreams vorbeizuschauen, twitch.tv/noescape, das wäre gleich der erste Link unten in der Videobeschreibung. Würde mich super freuen, falls ihr mal Hallo sagen wollt. Feel free, nur freiwilliger Basis und jetzt geht's gleich rüber zu den Patch-Notes. So, da sind wir wieder auf der offiziellen Seite von den Patch-Notes von Call of Duty selbst und zwar gleich als erstes. Stability Performance resolved a crash that could occur while viewing Weapon Challenges. Das Game ist sich einfach ab und zu gecrashed, indem er Waffen Challenges angeschaut hat. Ich habe keine Ahnung, wie so etwas entsteht, aber haben sie damit gefixt. Bugfixes closed exploit that allowed players to equip weapon camos they have not yet unlocked. Das wäre für mich ziemlich praktisch gewesen, wenn ich davon gewusst hätte, weil ich konnte da zum Beispiel einfach die ganzen Ladungen verwenden, obwohl ich die eigentlich noch gar nicht frei hätte. Wäre cool gewesen für Thumbnails. Schade da auf jeden Fall. Cosmetics von den Modern Warfare 2 Waffen haben sie ein paar Sachen gefixt. Die haben anscheinend ein bisschen herumgepackt. Dann haben sie unten, das ist jetzt einer der wichtigsten Punkte von dem ganzen Video, Wins will now progress Armory Unlocks without first completing daily challenges. Also die täglichen Herausforderungen hier, dieser Part hier, wurde überarbeitet. Das heißt, ihr könnt jetzt die ganze Zeit Wins farmen, um eure Sachen in der Armory freizuschalten. Das heißt, wenn ihr hier zum Beispiel ein Visier oder was auch immer ihr freischalten wollt in der Armory, einfach ausgewählt habt, hier einfach mit aktivieren, dann wird das hier unten angeführt. Und das Ganze könnt ihr dann einfach freispielen, indem ihr zum Beispiel hier einfach 3 von 3 Wins macht und dann habt ihr dieses Visier zum Beispiel freigespielt. Das heißt, ihr müsst nicht mehr zuerst die 3 täglichen Herausforderungen abschließen, damit dann die Wins gezählt werden, sondern von Haus aus werden schon die Wins gezählt und zusätzlich noch selbstverständlich die 3 täglichen Herausforderungen, um halt schneller euren Stuff freizuschalten. Also finde ich ganz gut, dass sie das gemacht haben, weil ich bin nicht so der Fan von diesem Armory-System, also von diesem Freischaltsystem und somit sollte das Ganze ein bisschen schneller funktionieren, dann kann ich meine ganze Stuff freischalten. Bugfixes gibt es da unten noch für die UI, also für das Menü, für das Social-Menü und für das normale Menü. Da gab es auch noch ein paar Bugfixes, das haben sie damit behoben. Dann Progression und zwar bei der MTZ-556 gab es einen Bug, da war halt die Beschreibung falsch bei dieser Gilded Camo, keine Ahnung, wer das jetzt genau ist, auf jeden Fall das haben sie jetzt behoben und unten für die wöchentlichen Challenge diese Triple Kills und Quad Kills, die haben sie auch gefixt. Dann für die Sichtbarkeit haben sie auch noch gesorgt und zwar Maps Derail, das ist diese eine große Schneemap, die fast jeder skippt mit den Zügen. Ich mag sie eigentlich so ab und zu zum Snipen, aber manchmal ist sie halt wirklich anstrengend. Auf jeden Fall Adjusted Environmental Fog to Increase Contrast Improving Visibility. Sie haben den Nebel da irgendwie in der Umgebung angepasst, damit man halt einfach einen höheren Kontrast hat und dann die Leute besser sehen kann. Das gleiche haben sie gemacht auf Estate, das ist dieses Anwesen ganz oben, auch eine Sniper-Map eigentlich, ist auch nicht jeder ein Fan davon, aber spiele ich mal ab und zu schon ganz gerne mit der Sniper. Auf jeden Fall Decrease Grim on Windows of the Lodge, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, to improve clarity. Auf jeden Fall, sie haben einfach diesen ganzen Schmutz auf den Fenstern ein bisschen entfernt, damit man halt einfach ein bisschen besser durch die Fenster durchsieht, weil wenn der keine Sniper-Glint hat und mit einer normalen Waffe auf dich zielt, hast du den durch das Fenster fast gar nicht gesehen und das sollte somit behoben sein. Und jetzt kommen wir zu den Waffen und da haben sie einiges getan. Fangen wir gleich mal an. Als erstes wäre da hier die Holger 556. Das war ja bekanntlich das stärkste Sturmgewehr überhaupt in dem Spiel. Und da haben sie einfach den Headshot-Multiplikator jetzt ein bisschen runtergesetzt von 1.4 zu 1.3 und decreased Neck, Upper Torso, also Oberkörper, Arme und Hand-Damage runter von 1.1 zu einfach nur 1. Also normaler Damage halt bei den ganzen Limbs. Und dazu haben sie auch noch die Spin-to-Fire-Time ein bisschen erhöht. Das heißt, man geht jetzt nicht mehr so schnell in die Zielvorrichtung. Finde ich nicht so schlecht, weil die Waffe war wirklich geisteskrank stark. Und ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, generell bei den ganzen Sturmgewehren, was ich jetzt da gleich dann erklären werde, habt ihr schon gemerkt, dass ihr teilweise mit MPs gegen Sturmgewehre auch in Close Range fast gar keine Chance hattet, weil die halt wirklich sehr, sehr stark waren. Auf jeden Fall, dann haben wir hier die DG58. Das ist die erste Burst-Waffe, die man freischaltet. 3 Schuss betriebene Waffe, extrem stark. Da haben sie auch den ganzen Damage ein bisschen heruntergesetzt. Und unten haben sie einfach Increased Burst Delay von 100 Millisekunden zu 120 Millisekunden. Das heißt, ihr könnt nicht mehr so krass schnell abdrücken. Aber ich glaube nicht, dass man diese 20 Millisekunden so stark das spüren wird. Auf jeden Fall FR 5.56, auch eine 3-Schuss betriebene Waffe. Das ist die letzte, die man hier freischaltet in dieser Waffenrubrik.
Da haben sie auch alles ein bisschen runtergesetzt. Headshot-Multiplikator haben sie auch runtergesetzt von 1,5, was extrem stark ist, zu 1,4, immer noch sehr, sehr stark die Waffe. Und Increased Aimdown Side Speed, Increased Sprint-to-Fire Speed ein bisschen raufgesetzt, damit man nicht mehr so schnell ins Visier reingeht. Wie gesagt, das Ganze war ein bisschen unbalanced, weil man konnte mit den Sturmgewehren so gut pushen, dass man einfach keine MP mehr gebraucht hatte, weil man war so schnell wie mit einer MP teilweise und hat ja auch noch mehr Damage gemacht. Also warum sollte man dann eine MP verwenden? Jetzt sind wir hier unten bei den MPs. Also bei den MPs sieht es folgendermaßen aus. Da hätten wir gleich mal die Striker Submachine Gun, eigentlich die UMP 45. Ich sage immer UMP dazu, weil eigentlich heißt die Waffe ja in echt auch so. Aber Call of Duty hat es ja da mit den Waffennamen. Da haben sie das Ganze erhöht und zwar Increased Maximum Damage Range from 9 Meter zu 90 Meter. Da haben sie einfach das Ganze mehr als das Doppelte an Range erhöht. Und zusätzlich haben sie auch noch den ganzen Damage haben sie auch noch erhöht. Übrigens, Decreased Aimdown Sights Time, also einfach nur um 10 Millisekunden, geht ihr jetzt dann schneller ins Visier rein. Ich glaube nicht, dass die 10 Millisekunden da jetzt gerade so einen Unterschied machen, aber auf jeden Fall die ganze Waffe wurde zum einiges stärker gemacht. Dann bei der AMR9. Increased Lower Torso, Lower Arm and Hand Damage, also die ganze Gliedmaßen. Der ganze Gliedmaßen-Damage wurde ein bisschen erhöht vom Multiplikator her von 1 zu 1.1. Das Ganze, die Waffe sollte jetzt einfach ein bisschen effektiver sein. Und Increased Sprint to Fire Time, da haben sie auch ein bisschen rumgedreht. Das ist jetzt um 30% schneller, die Waffe. Also vom Sprinten weg bis zum Schuss ist die Waffe jetzt um 30% schneller. Sollte definitiv spürbar sein, der 30%. Dann Striker 9. Normalerweise haben sie die MPs ja stärker gemacht, um den Sturmgewehren gerecht zu werden. Bei der Striker 9 haben sie allerdings was anderes gemacht. Die haben sie nämlich genervt. Und zwar Decreased Maximum Damage from 32 runter zu 27. Also 16% weniger Damage bei der Waffe. Und dann haben sie auch noch das Ganze bei der Aimdown Sight Time so gemanagt, dass das Ganze jetzt zwar schneller im Visier drinnen ist, aber die Waffe macht nicht mehr so viel Damage. Bei weit nicht mehr so viel Damage. Und ich kann mir auch denken, warum. Weil ich habe das Teil nämlich schon auf Gold gespielt. Und alter Schwede, ging die ab. Guten Tag, Jungs. Also wie ihr gerade sehen konntet, die Waffe war ultra stark. Mich wundert nicht, dass die ein bisschen daran herumgeschraubt haben und sie ein bisschen jetzt genervt haben. Dann haben wir unten hier Perks. Da gab es ein paar Handschuhe. Removed Undocumented Reduction of the Cook Duration of Frag Grenades. Da gab es ein paar Handschuhe, da konntest du anscheinend, ich weiß nicht wie lange, irgendwie die Frag Grenades drinnen halten und einfach gucken und dann erst wegwerfen. War eigentlich nicht geplant und das Ganze stand nicht in der Beschreibung drin. Dann haben sie damit auch gefixt und dann halt gleich entfernt. Dann sind wir jetzt beim Abschnitt Zombies. Leute, ich war bis jetzt noch nicht wirklich viel in Zombies unterwegs. Ich habe jetzt erst den Multiplayer-Angriff und ich habe noch nicht so viel Zeit gehabt, mich damit mit dem Zombie-Modus zu beschäftigen. Das kommt aber definitiv noch. Dann wir gleich unter den Abschnitt Gameplay und zwar Storm the Castle. Warlord Kill, Credit is now squad-based and the required mission item will now spawn when a member of your squad kills the target. Damit ist einfach gemeint, wenn jetzt jemand aus eurem Squad diesen Warlord Kill macht, dann spawnt dieses Item, was ihr für die Mission braucht, einfach bei euch. Interceptor, Destroy Mercenary Convoy, now accurately tracks competition. Damit ist einfach gemeint, diese Söldner Convoys, die es gibt auf der Map, wenn ihr die zerstört, dann trackt das diesmal ordentlich. Genauso geht es hier auch um die Keycard, die Söldner dann fallen lassen. Dann haben wir hier Perker Cola, das sind diese Getränke, also diese Perks. Tombstone Soda. Und zwar diese Tombstones will no longer appear in the next session if a player exfills while last stand. Das heißt, diese Grabsteine erscheinen dann einfach nicht mehr, wenn ihr zum Beispiel in last stand seid und dann einfach exfilt. Das haben sie damit also gefixt. So lese ich das Ganze jetzt heraus. Dann General Essence can no longer be stored, also Essence kann man es sich jetzt nicht mehr aufheben anscheinend. Und address an issue where newly stored items, acquisitions or schematics would be replaced and therefore lost. Das heißt, Sachen im Inventar wurden da einfach überschrieben und das Ganze haben sie damit dann auch behoben. Dann closed various exploits related to the use of Kimball Monkeys. I don't know. Ich glaube, das sind jetzt diese Affen damit gemeint, die halt die ganzen zusammenziehen, die ganzen Zombies zusammenziehen und dann irgendwie gemeinsam dann killen. Und closed an exploit that permitted duplications of Score Streaks. Das heißt, man kann die Score Streaks nicht mehr duplizieren. Das haben sie vorher schon mal gefixt, aber anscheinend gab es da noch immer ein Exploit. Da sind wir hier jetzt bei dem Abschnitt Enemy, also Gegner. Zombie Spawn Priority has been adjusted to favor increased Ground Spawning. Das heißt einfach so viel, die Zombies, die am Boden spawnen, die Anzahl wurde jetzt erhöht und das Ganze, was dann auf den Deckern spawnt und dann höher gelegenen Stellen, da gibt es jetzt nicht mehr so viel Zombies, aber dafür gibt es halt am Boden dann mehr.
Dann Terminus Outcomes, all Mercenaries, also ich schätze damit sind halt die Söldner gemeint, Mercenary has Söldner. Mercenary Damage against Player Armor has been reduced, okay, die Söldner, die ihr trifft dann auf der Map, sind dann nicht mehr ganz so stark und schießen euch instant auseinander. Und Shielded Soldiers now have a slower fire rate when engaged. Das heißt, diese ganzen Schildmenschen, die auf euch dann zukommen, also diese ganzen Söldner, sind jetzt nicht mehr ganz so am Spammen. Das heißt, ihr kommt dann etwas besser weg von ihnen. Dann Weapons Pack a Punch addressed an Interaction and UI issue that would incorrectly show Pack a Punch Level 3 als Pack a Punch Level 4, obwohl es das halt eigentlich gar nicht gibt. Das haben sie damit auch gefixt. Und da unten halt noch Stabilitätsfixes und für die Performance auf jeden Fall. So, das war's jetzt mit den ganzen Patch Notes und auch mit dem Video. Ich habe zum Glück ein bisschen Tempo gewonnen. Jetzt bin ich ziemlich schnell fertig geworden mit der ganzen Aal. Ich werde das Ganze zum Rennen schicken, ein Thumbnail editieren und da lade ich euch das Ganze hoch. Kann sein, dass ich eventuell noch später streame. Auf jeden Fall, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, für die ganze Watchtime. Die benötige ich nämlich noch. Und auf jeden Fall, ich wünsche euch viel Spaß beim Grinden und wir sehen uns dann im nächsten Video oder halt auch im Livestream, falls ihr Bock habt. Haut rein!